Leute heute zur Fullmoon-Party. Let's go! Was geht ab? Es ist inzwischen Abend in Kupangan. Ich bin mal wieder viel zu spät, aber mache mich jetzt los auf den Weg zur Fullmoon-Party. Und momentan regnet es nicht, was mich optimistisch stimmt, auch wenn sich das hier sehr, sehr schnell ändern kann. Eine wichtige Sache, die man über die Fullmoon-Party sagen muss, ich war letztes Jahr schon mal dort und da war es der Fall, dass meine Schuhe danach klatschnass waren. Deswegen habe ich lange überlegt, ob ich in normalen Sneakern oder in Badelatschen gehen soll. Hab mich, wie man sieht, für die normalen Sneaker entschieden. Wir fahren jetzt dahin. Es wird bestimmt sehr, sehr wild. Ich nehme euch mit. Ein neuer Klassiker, den ich leider verkackt habe, ist, ich habe mein Handy zum Laden gehängt und es hing nicht ordentlich dran. Das heißt, ich bin jetzt bei 34%, was mich sehr wahrscheinlich am Ende des Abends wieder mal ficken wird, wie schon so oft in meinem Leben. Was wäre ein Abenteuer ohne kleinere Rückschläge? So, wir sind bei der Pre-Party angekommen. Wen haben wir denn da? Wen haben wir denn da? Das ist ein Video. Jo. Du darfst gerne was sagen. Für wen? Und wen haben wir denn da? Und wen haben wir denn da? Noel, sag mal was. Was geht ab? Fuck it, bitches. Erster Drink für die Boys, ready. Leckeres Leitungswasser, boah. Alter. Marius hat mir 100 Euro geboten, wenn ich diesen Typen vom Video eben auf den Mund küsse. Die beste investierten 100 Euro meines Lebens. Dass sie da oben chillen. Oh,
liebe Freunde, das war der Vlog von der berühmten Full Moon Party in Kopanjan. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch unterhalten. Wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr ein Like da lasst, wenn ihr den Kabonal abonniert, damit ihr in Zukunft auch weiter seht, was bei mir so abgeht, was ich so treibe. Neue Videos kommen 1 bis 2 Mal die Woche. Deswegen klickt auf den Abo-Button, damit ihr immer up to date bleibt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, hoffe nur das Beste für euch und bis zum nächsten Mal. Peace.